Hallo, ich bin Simon, euer Muskelmacher. In diesem Video geht es ums Olymp-Kreatin Creapur, eins der reinsten Kreatine überhaupt auf dem Markt und meiner Ansicht nach vielleicht das beste Produkt, was es gibt. Ja, was macht das Produkt so gut? Das sind erstmal 500 Gramm, die man da bekommt. Eine richtige 500 Gramm Dose, mit der kann man, je nachdem, ob man kurt oder eine Dauereinnahme bevorzugt, ziemlich lange arbeiten. Also es sind zwei Kuren, zwei schöne große Kuren oder eben eine etwas längere Dauereinnahme. Das ganz Besondere bei dem Produkt ist, dass es, ich glaube, das Einzige ist, was einen anständigen Messlöffel mitliefert. Das heißt, hier gibt es Messlöffel, da weißt du schon genau, wie viel da drauf ist. Ich habe da ja mal ein Video drüber gemacht, wie man das sonst mit einem Teelöffel noch so ein bisschen abschätzen kann. Man hat natürlich eine gewisse Toleranz, hier ist so ein Messlöffel dabei. Aber das ist jetzt nicht das, was das Produkt so besonders macht, sondern was das Produkt so besonders macht, ist die hohe Reinheit, die feine Körnung und die super Qualität, die hier vorliegt. Meiner Ansicht nach eins der besten Produkte. Olymp lässt sich da natürlich auch nicht lumpen, also diese ganzen Siegel hier drauf, ja. Super Micronized Formula, dreimal Labor getestet, 100% Pharma Grade. Also so viele, hier sieht man es, hier geht es ja noch weiter, so viele Siegel und verliehene Preise, ja. Grand Prix von 2009, von 2012 und so weiter, zertifiziert nach ISO 9001 und so weiter und so fort. Klar, wer braucht es? Was man am Ende braucht, ist ein wirklich hochwertiges Kreatinprodukt. Es gibt weitaus teurere Produkte, aber was schwerfallen wird, ist ein weitaus besseres Produkt zu finden. Meiner Ansicht nach preislich auf jeden Fall eine ganz gute Empfehlung. Jeder Euro lohnt sich. Mein Favorit, wenn es um Masseaufbau geht, verbessert die Batterieladung der Muskulatur. Auf jeden Fall Kraftausdauer, Kraftphase, aber eben auch Massephase. Meine Empfehlung. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.